Moin und willkommen zu World of Warcraft Interface and Add-ons Update. Beziehungsweise, es werden jetzt noch einige Folgen kommen, wo wir mit dem Standard-UI spielen in der nächsten Folge, die wir jetzt die nächsten Tage aufnehmen werden. Das heißt, was werde ich dann machen? Sieht das Interface so aus. Das ist jetzt ein Screenshot aus dem Interface, aus dem Rubin-Lebensbecken, den ich einmal gespielt habe mit dem Standard-UI. Und da hatte ich ein paar Fehler, beziehungsweise ich hatte einige Probleme. Ich habe zum Beispiel kein Bossfenster gehabt. Ich habe da den Überblick einfach nicht gehabt bei manchen Bossen. Da die kleinen Gegner, die hatten keinen richtigen Lebensbalken. Das war so ein bisschen komisch, das Ganze. Und deswegen habe ich immer mein altes Interface, was wir auch in Wattle Car Classic spielen bzw. benutzen, drauf gemacht. Wieder hat mir das alles soweit eingestellt. Habe jetzt hier auch noch einige Wiegauren mit drin. In dem Fall habe ich jetzt hier die Blut-DK-Wiegaura vom Doctorio drin. Hier habe ich noch eine XP-Wiegaura drin, das heißt, wie lange brauche ich vom Level 72 bis 63, nicht 72, 62 auf 63, also quasi wie lange brauche ich ungefähr die Zeit, wie lange, wie viel EP brauche ich, wie lange dauert das ungefähr, und er sagt uns ungefähr die Zeitangabe, wie lange wir noch brauchen. Ist eine gute Alternative zu Titan-Panel, da hat man das Ganze ja auch drin, aber ein paar mehr Sachen drin. Ansonsten, das Ganze ist soweit eigentlich Elf-UI, das ist Details, das kennt ihr bereits, das ist auch Elf-UI, alles hier, das was man hier so sieht, das ist eine Wieg-Aura. Ansonsten, das mit den Farben ist auch eine Wieg-Aura und ihr könnt euch dann, ich glaube das war's jetzt erstmal soweit, den Rest zeige ich euch gleich einmal in-game. Bevor wir allerdings anfangen, wenn ihr eure Wieg-Auren updaten möchtet, gibt es WA Company bzw. Wieg-Aura Company. Das habe ich durch Zufall mitbekommen bei dem Doctorio, der sehr viel WoW streamt, deswegen habe ich das da mitbekommen. Habe mir das Ganze installiert, das Programm, und dann habe ich das benutzt. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Update gibt, ich klicke jetzt hier einfach mal drauf, nach Update suchen. Es gibt jetzt ein neues Update, sagen wir jetzt mal hier, für den Druiden. Ja, das heißt, ihr aktualisiert das Ganze einmal, es gibt ein Update, ihr loggt euch ins WoW ein. Machen wir in dem Fall gleich einmal. Öffnet eure Wieg-Aura, könnt das Ganze updaten. Ich werde euch dazu nochmal einen Link reinschreiben oder beziehungsweise reingeben, wo ihr dann das Ganze nochmal angucken könnt, wie das Ganze funktioniert. Und hier sehen wir nochmal einmal die komplette Add-on-Liste. Das sind alles Add-ons, die wir bei Curse nutzen, das, beziehungsweise die wir alle von Curse runterladen können. Aktions-Add-on, Required, um diesen sprechenden Kopf zu blockieren. Der ist bei mir meistens immer hier oben, deswegen zeige ich das hier oben an. Bug-Wrapper und Bug-Sack, wenn jetzt ein Fehler ist durch ein Add-on, was jetzt nicht aktuell ist auf den aktuellen Stand, wird das quasi durch Bug-Wrapper gepackt, in den Sack gepackt, und dann können wir im Sack gucken, woran liegt das, welches Add-on ist das. Der die Fehler verursacht. Daily Boss Mode mit Voice Pack, das heißt, bei gewissen Sachen sagt er mir dann rauslaufen, defensive Fähigkeiten ziehen, Sport und solche Sachen. Das habe ich dann nicht nur als Text, sondern ich habe das auch einmal als Sprache, also quasi als gesprochene Warnung. Titels als Damage Meter, Gate Meter für Kräuterkunde, Bergbau, das heißt, wir sollten mir normalerweise dann Ressourcen anzeigen auf den einzelnen Karten. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob er es jetzt aktuell auch macht. Get the fuck out, wir stehen in der Fläche, er fängt an zu piepen, wir müssen aus dieser Fläche raus, weil wir so einen Schaden bekommen. Er warnt uns, dass es so ein brr, 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 wie so ein Wecker, wenn man morgens dann zur Arbeit oder Schule muss oder sonst irgendwo hin muss. Dann haben wir noch Handy Notes und Handy Notes für Dragonfly selber, also für Schätze und Rares. Aber wir können auch damit diese Drachenglyphen, die es ja gibt für unsere Drachen, können wir das Ganze auch einmal nutzen. Das heißt, das wird uns dann auch nochmal angezeigt. Das zeige ich euch auch dann gleich einmal im Spiel. Helper, also das ist quasi ein Rotationshelfer. Den habe ich jetzt derzeit nicht aktiv, weil ich bei meinem Druiden und auch bei dem Blut-DK die Wieg auch in der Zeit nutze. Higley ist ein Addon, was euch die Rotation vorgibt. Das kann ich euch auch irgendwann mal zeigen oder kann ich euch gleich im Anschluss nochmal zeigen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin Gelegenheitsspieler, ich spiele nicht so oft meine Klasse, ich spiele sehr viele Klassen, tue mich schwer, vielleicht mit einer Wieg-Aura zu spielen oder mit sonstigen Sachen, kann man zum Beispiel Higley benutzen, müsste man allerdings auch noch so ein bisschen persönlich einstellen, aber ich habe auch damit sehr lange gespielt, ich glaube Shadowlands, und ich habe auch Battle for Azeroth und Legion damit gespielt mit Higley, also sehr lange habe ich damit gespielt, also man kann es benutzen, es ist aber keine, ja, man wird dadurch nicht perfekt spielen, weil viele Sachen zum Beispiel weggelassen werden. Wann nutze ich eine Eisfalle? Wann nutze ich CCs? Das sagt uns Higley nicht. Higley ist ein reines Rotations-Add-on, was wir nutzen können für die Rotation für unsere Klasse, für Tank und auch für DDs. Immerson ist quasi ein Add-on, was uns diesen Quest-Text, den wir hier haben, den wir normalerweise hier haben, ändert. Der ist dann quasi hier unten in dieser Mitte, das zeige ich euch auch gleich. Das ist die Alternative für Storylines, das habe ich jetzt einmal gewechselt, weil ich
das schöner finde. Habe ich bei dem guten Craft gefunden, habe dann mal nachgefragt, ob man mir sagen kann, wie das Addon heißt. Und habe ich das auch bekommen als Antwort und deswegen habe ich das Ganze einmal mit bei uns reingepackt. Leatrix Bus ist quasi die Alternative zu Azeroth Autopilot, beziehungsweise hier ist es so, dass wir in Dragonflight die Questtexte skippen können. Das mache ich momentan mit dem Mancher, weil ich möchte ihn so schnell wie möglich Level 70 spielen. Dann mir so ein bisschen die Gegend angucken und mit unserem Blutdicker, also mit Morty Spot, mit dem wir hier derzeit spielen, also mit ihm hier, machen wir dann das Ganze mit der Story. Wir gucken uns das Ganze in Ruhe an, wir lesen uns das ein bisschen durch. Und hier mit dem Druiden zum Beispiel jage ich das Ganze einmal so durch, da laufe ich durch, deswegen ist der schon 66 und der Rest ist immer noch 60. Also es geht relativ fix, wie ihr seht. Mapster eröffnet uns die ganze Karte, das heißt, ich kann die ganze Karte einmal sehen, was ich normalerweise nicht machen kann, weil ich das Ganze erst erkunden muss. Das habe ich mit Mapster so offen. Max Cam habe ich jetzt noch drin, das ist aus dem alten Interface, das heißt, ich kann einmal das Ganze weit rausscrollen, wie es mir möglich ist und habe dann ein bisschen mehr Übersicht quasi über die Karte. Dann haben wir noch Raid Tools, quasi für Raids, ja, die jetzt demnächst auch kommen. Den Button Reborn, das zeige ich euch auch gleich an der Map. Mythic Dungeon Tools, wenn es die ersten Mythisch Plus Dungeons jetzt demnächst freigeschaltet werden, ich glaube Mythisch 0, also nur Mythisch kann man zurzeit ja gehen. Das Addon sagt uns, welches Item besser ist, damit wir unseren Charakter besser equippen können. Gerade für den Anfang ist das nicht schlecht. Postal, um ein paar, ja, die Post und den Twinks etwas einfacher zu verschicken. Raid.io. Mythisch Plus Raids, damit man sehen kann, okay, was hat der schon gemacht oder was hat sie schon gemacht quasi an Instanzen, also wie weit ist da die Erfahrung, man hat das von WoW ja auch, aber das ist im Endeffekt die etwas bessere Wahl. Save Instanz sagt uns, welche Instanzen wir schon ID haben und welche nicht, beziehungsweise wo waren wir schon mit drin, mit Mythisch Plus, in Mythisch gelaufen, da bekommen wir von jedem Charakter, wenn wir uns einmal durchdringen, dann diesen Einblick gewährt. Weak Auras brauchen wir für verschiedene Weak Auren, das zeige ich euch auch gleich. World Quest List habe ich jetzt noch drin, ist zum Beispiel nicht aktuell, wäre 10.0, aber wir haben aktuell 10.02, also wäre das nicht die aktuelle Version derzeit. So, dann gehen wir einmal kurz auf die Weak Aura Company. Ich habe hier, wie ihr seht, kein Plater drin, weil ich habe wieder Elf UI drin. Ihr seht, ich habe hier auch schon ein paar Weak Auren drin. Das zeige ich euch aber gleich jetzt noch einmal im Spiel. Bei dem Charakter habe ich jetzt hier aktiv zum Beispiel Morty's Blood. Be Quiet habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht drin. Bugrabber, Bugstack habe ich drin. Deedles habe ich drin. Get the Fuck Out, Handy Notes. Dragonfly, Immerson, das ist quasi für den Questtext. Mapster habe ich nicht offen, weil ich nicht die ganze Karte sehen möchte. Max Cam habe ich drin. Raid Tools habe ich jetzt aus, weil wir nur eine Instanze bisher gelaufen sind. Für die das ja, Items, quasi das Upgrade zu finden, habe ich drin. Dann habe ich hier noch den Haken drin. Safe Instance, Weak Aura, Elf UI habe ich wieder drin. DBM habe ich drin für Dragonfly etc. Und hier seht ihr, Damage Meter ist nicht aktuell. Komischerweise, obwohl er eigentlich bei 10.02 liegen müsste, ist aber hier derzeit nicht aktuell. Wir gehen mal kurz auf den Charakter, auf meinem Hunter, da werde ich einmal alles deaktivieren und einmal nur Hekli reinmachen, damit ihr einmal seht, was Hekli eigentlich ist. Also wie gesagt, Hekli ist ein Rotations-Addon, was man nehmen kann, wenn man jetzt neu ist und jetzt keinerlei Ahnung hat von der Klasse und jetzt irgendwie das Ganze sich ein bisschen genauer anschauen möchte, sich keinen Guide angucken möchte, kann man das zum Beispiel in dem Fall tun. Unsere Expedition ist bereit. Das wird zum Beispiel durch Be Quiet, beziehungsweise ja doch, durch Be Quiet blockiert. Das heißt, dieser Kopf taucht dann gar nicht erst auf. Hier habe ich jetzt zum Beispiel FUI deaktiviert. Wo sind die Trainingsbomben denn jetzt hier? Hallöchen, Trainingsbomben, macht die sind da vorne. Und hier seht ihr schon, Hickley sagt mir die Rotation. Das ist selber eingestellt, was wir jetzt hier habt. Normalerweise ist das nämlich nicht so eingestellt. Und hier, wenn ihr einmal auf Hickley klickt, könnt ihr euch das Ganze einstellen. Cooldowns, Covenants, Interrupts, Defensiv. Ja, das ist auch für einen Tank kann man das Ganze machen. Wann muss ich Target wechseln? Ich möchte hier dann kann ich mir alles einstellen? Use irgendwas, True Shot. Es ist halt in Englisch, man muss sich das dann so ein bisschen zurecht machen. Das heißt, er sagt mir jetzt die Rotation, die ich hier benutzen muss. Gezielter Schuss, jetzt muss ich zum Beispiel die Fähigkeit nutzen. Dann soll ich hier die Fähigkeit nutzen. Muss ich jetzt hier anklicken, weil ich jetzt keine Sachen in der Leiste drin habe. Das heißt, er sagt mir jetzt automatisch, welche Fähigkeiten ich hier nutzen soll. Kann man machen. Versuche ich allerdings momentan zu vermeiden, weil es mich dann doch zu sehr auf das Ganze hier ablenkt und ich als Tank würde dann schon ganz gerne diesen Fokus hier haben, mal zwischendurch auf die Weak Aura gucken und dann hier wieder gucken, was jetzt aktuell der Boss macht, was ist will DBM gerade von mir und solche Sachen. Das ist für mich dann natürlich in dem Moment wichtiger. In Ernstes, wir sind in Orima und ich muss mich jetzt 20 Sekunden ausloggen. Nice. Machen wir es anders. Reittiere. Nein. So, einmal Reittiere beschwören. Hier seht ihr schon, ich habe zwei Stück. Ich habe einmal den roten Drachen, den man relativ früh bekommt. Und ich habe einen grünen Drachen, den habe ich zum Beispiel gefunden. Ich weiß nicht, wie viele es noch gibt, weil den habe ich jetzt zum Beispiel meinen Wächterdruiden gefunden, den ich derzeit spiele. Da habe ich den in dem
Gebiet gefunden. Und zwar in denim hier. Aber wo genau kann ich euch jetzt gerade nicht sagen, weil ich da einfach jetzt so durchgerusht bin. Dann habe ich den durch Zufall gefunden. Wir loggen uns einmal aus und gehen direkt auf den Blutdicker. Der steht nämlich noch an dem Punkt, wo ich vorhin nämlich die Quest abgegeben habe für die Instanze, die wir gemacht haben. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt mit dem Interface, was ihr gerade gesehen habt, also quasi jetzt mit dem hier, das Ganze etwas besser gespielt habe als in dem Video. So, so sieht das Ganze aus. Wir warten mal einen Moment, dann ist das Ganze auch geladen. FUI, ja, unsere Menüleiste, das ist quasi auch eine Weak-Aura, die Blut-DK-Fähigkeiten, beziehungsweise auch eine Weak-Aura. Dann haben wir noch eine Weak-Aura für, ich drücke gerade die falsche, ich muss das einmal tauschen hier, für unseren Drachen. Das heißt, ihr habt normalerweise, habt ihr hier nochmal so ein Abbild, und wenn ich jetzt hier drücke, habe ich hier quasi diese Balken, kann jetzt hier die Geschwindigkeiten sehen, wie schnell ich gerade bin. Ja, das sehe ich dann hier zum Beispiel. Auch eine Weak-Aura, grün ist alles im Bereich, das lädt sich gerade auf. Will jetzt auch nicht zu weit wegfliegen. Sonst kann ich meine Quest gleich nämlich nicht abgeben. Hier haben wir das mit dem Quest abgeben, was ich jetzt nicht machen kann, weil ich jetzt gerade nicht die Story mache. Ich muss auch immer kurz gucken, ob ich das Add-on Leatrix Plus deaktiviert habe. Habe ich. Und hier seht ihr dann zum Beispiel hier diesen Text. Den können wir uns dann durchlesen. Und ich finde, es ist optisch schöner, als wenn ich das von Storylines nehme. Das gefällt mir dann etwas besser. Ansonsten haben wir hier alles LFUI, bis auf das natürlich. Hier haben wir dann nochmal das mit dem Button. Das heißt, ich habe alle Buttons von den Sachen in einer Reihe. Hier haben wir dann Bugsack. Hier sehen wir zum Beispiel FUI. Da war der Fehler vom 2.10. war hier der Fehler. Und in der derzeitigen Sitzung oder davor hatte ich keine Fehler. Das heißt, da ist alles im grünen Bereich. Das ist schon mal ganz gut. Ansonsten gehen wir mal kurz auf die Weak-Auren ein. Doctorius Blutica. Ja, die Weak-Aura, die ist hier. Das müsste ich ein wenig verschieben. Das müsste ich einmal hier hoch machen, damit das hier mit der Blutika-Aura sich da nicht überblendet. Dann haben wir noch Lutrux. Ja, das ist quasi das hier mit der EP-Leiste. Das habe ich hier oben. Dann haben wir noch das Color-Menü. Das ist hier unten. Dann haben wir noch den ultimativen Mouse-Cursor. Den seht ihr, wenn ich gleich die Weak-Aura wieder ausmache. Dann habe ich für Dragonfly noch diese Dungeons. Das heißt, gewisse Fähigkeiten, die wichtig zum Beispiel sind, zeigt er mir dann hier an, wie Ads kommen in, ich sage jetzt mal, 90 Sekunden, 20 Sekunden. Ja, das seht ihr halt auch in dem Instanzvideo. Hier habe ich dann nochmal die Priester-Heil-Aura, beziehungsweise zum Heilen ist das. Da muss ich auch nochmal gucken wegen dem Interface. Lutrox ist quasi für den Wächter-Druiden, den ich derzeit spiele, also quasi mein eigentlichen Menscher, den ich da derzeit spiele. Sieht jetzt sehr viel aus, es ist aber nicht so viel, wie es hier gerade angezeigt wird. Es ist halt relativ wenig im Endeffekt. Also nur die wichtigsten Fähigkeiten für den Wächter-Druiden, weil das ist eigentlich für alle Klassen. Für den Heiler, für den Tank, für die beiden DD-Klassen. Er hat da quasi alles drin. Blitzschuss plus Automaker habe ich noch nicht probiert und das habe ich auch noch nicht probiert, weil ich die Sachen noch gar nicht so weit habe. Ansonsten, ja, das war es eigentlich. Das ist das ganze Interface im Endeffekt, was wir jetzt geändert haben. Also es ist quasi dasselbe, was wir jetzt auch in Bottle Car Classic haben. Ein paar Sachen sind geändert worden. Einfach, weil ich jetzt gemerkt habe, in dem Video, wo wir die Instanzgruppe laufen, da fehlen mir gewisse Sachen. Zum Beispiel, so sieht Elfie wieder dann komplett aus. Das Bossfenster war zum Beispiel nicht da. Ja, hier haben wir natürlich noch ein paar Sachen, die wir hier ein bisschen verschieben müssen. Das muss ich dann irgendwie auch noch irgendwie wegpacken. Alternative Energie, die müsste ich dann auch vielleicht mal irgendwie im Überblick haben. Das ist unser Fenster, das Spielerfenster, das Ziel des Ziels und das Fokusfenster. Fokusfenster ist zum Beispiel wichtig, wenn wir quasi in Raids unterwegs sind, dann brauche ich das. Begleiterleiste ist da oben, die ist eigentlich unwichtig. Brauche ich nicht. Schlachtzugsfenster habe ich hier. Hier ist das andere Schlachtzugsfenster, hier ist das Gruppenfenster. Das heißt, hier ist alles relativ geordnet. Eigentlich alles so weit rüber, dass ich das nicht unbedingt brauche. Und für einen Heiler sieht das ja wiederum ganz anders aus. Ja, das war es jetzt erstmal zum Interface-Update. Wir werden jetzt versuchen, in den nächsten Stunden noch ein paar Folgen aufzunehmen, vorausgesetzt, dass Internet macht wird. Und dann geht es da auch mit dem Blutika weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.